Na dann mal willkommen bei Lernen mit Dittrich. Heutiges Thema ist eine Methode, wie man auch schwere Aufgaben bearbeitet und löst. Viele nennen es auch die oberste Dittrich-Regel. Was diese Regel genau besagt, wird gleich erklärt. Schauen wir uns doch erstmal das Problem an, das viele Schüler haben. Oft geht es denen so, dass sie gelernt haben, aber bei der Beantwortung einer Aufgabe in einem Test doch Schwierigkeiten haben. Es kommt etwas scheinbar total Neues dran und die Lösung will einfach nicht einfallen. Manche geben dabei vielleicht zu schnell auf. Oft steckt in einer solchen Aufgabe allerdings nichts Neues, sondern eine Anwendung vom gelernten Unterrichtsstoff, aber in einem neuen Zusammenhang. Also nicht irgendwas, was man nicht kann, wenn man sich gut vorbereitet hat. Das muss man sich schon bewusst machen und das könnte auch etwas Aufregung vor Prüfungen geben. Und so gehst du am besten vor. Sind alle anderen leichteren Aufgaben gelöst, kannst du die schwere Aufgabe bearbeiten. Hier heißt es erstmal cool bleiben und genau das ist die bereits erwähnte oberste Dittrich-Regel. Das bedeutet, dass man als Schüler nicht gleich aufgibt, nicht zu nervös wird, sondern die Aufgabe ruhig analysiert und durchgeht. Im zweiten Schritt kannst du dich dabei immer fragen, zu welchem gelernten Unterrichtsstoff diese Frage passt. Dazu gehst du in Gedanken nochmal das Gelernte langsam durch und fragst dich dabei immer, was passt zu deinem Wissen? Was ist ähnlich? Gibt es Unterschiede? Erkennst du was vom Unterricht wieder? Sicherlich fällt dir dann etwas ein. Wenn du das Thema oder die Ähnlichkeit erkannt hast, überlegst du dir, wie wir das im Unterricht gelöst haben und gehst die gleichen Schritte durch, nur eben auf die neue Aufgabe bezogen. Hilfreich ist es auch, die Gedanken zu einer Aufgabe mitzuteilen, aber bitte nicht in der Ich-Form, sondern fachlich und sachlich bei der Aufgabe bleiben. Mit dieser Methode klappt es sicher beim nächsten Test. Du musst dich nur daran erinnern, cool zu bleiben und was eigentlich damit gemeint ist. Einige Beispiele zur Anwendung dieser Methode findest du im zweiten Teil auf die Fächer Chemie und Geo aufgeteilt. Aber bis dahin sage ich Tschüss bei Lernen mit Dittrich.